Ey, die haben die kaputt gehauen. Willst du den Notar, der landet in deinem Arsch, wenn du dich nicht weißt. Was ist denn das für ein behinderter Schrei schon wieder? Wo könnt ihr nicht mal wie normale Menschen sehen? Ich soll dich in Wie sag ich? Irgendwas Vampire. Sonst bestrafen die Göttlichen eure Frechheit. Boah, ich kann mit dem Schild im Feuer stehen. Wie aktiviert der im Boden? Muss aber reinwerfen. Besiegt alle wilden Vampire. Wo sind die? Die kommen jetzt aus allen Richtungen, oder? Ew. Oh, ich glaube, da hat man die Periode. Aber die kommen schon wie Naruto-Style. Die rennen genau. Einer. Ja, zwei. Ich kann doch gerade zwei. Boah, ja. Boof. Oh, Seelenstein. Kann mir einer erklären, warum da Blut reinkommt, rauskommt? Ey, nur weil er den scheiß Stein da reingeschmissen hat, ey. Was ist, wenn du den Stein der Weißen in so einen Brunnen schmeißt? Kommt dann der weiße Bärte raus? Was habt ihr jetzt wieder verkackt, ihr Spastis? Das muss man raten, deine Freunde sind tot schon wieder. Ja. Sind schon wieder alle deine Freunde gestorben? Sag ich doch. Wie ist denn der so schnell verbrannt? Da waren nur 2 Minuten weg. Der ist schon voll krass durchgebrochen. Durchgebraten, ne? Doch, deine Freunde sind tot, sie ist ein. Ja, der Ork lebt noch. Muss ich mal raten, der ist jetzt, der ist von denen gebissen. Einer von denen oder so. Ja, ne? Hab ich doch gesagt, ey. Warum? Wo will der denn jetzt da in die Ecke noch? Hat voll nichts gedrückt. Dann hat er halt keine Lust zu kippen. Ich hab den anderen auch schon. Ich habe gerade meinen besten Freund getötet, ich muss hier raus. Ist hier drin noch was? Nein, okay. Voll geile Vampirfürstenversteck. Oder so ein Raum. Der begräbt jetzt seine Freunde, Daniel. Geil. Warum müssen wir eigentlich immer die Freunde von anderen umbringen? Schon wieder ein Grabmal schänden. Oh, Taktik und Strategie. Nee, ich habe ein Schild, ne? Ich habe ein Schild. Ah. Also macht das schon Schaden. Oh. Die Statuen werden noch... Hab ich gesagt? Hör auf, den genialen Plot hier vorauszuschauen. Ich bin unbesiegbar. Ich habe den Schild. Ich glaube, wir sind da. Ich meine, Shere Khan. Die haben sogar einen Namen, die Viecher, ey. Sind wir jetzt hier bei 1001 Nacht auch nicht schon wieder so ein Scheiß? Hä? Ein Tanz im Mondschein. Ach, da kennen wir uns aus. Hey, Baby. Was müssen wir hier machen?
blickte empor in den Nachthimmel. Mondschein erfüllte ihre Augen und sie wusste, was zu tun war. Was so? Was denn? Guck mal, ich hab ihn. Guck mal auf einer der Platten. Wissen da? Ja, drück mal auf irgendeine. Sie ja nichts machen? Ja, da bewegen sich die Figuren. Ja, geil, ey. Da steht da irgendwas in dem Text. Ey. Was? Jetzt bewegen sie sich auch. Nein. Renn weg. Nein, die bewegen sich auch. Die Anleitung, die bringt irgendwie nichts. Hey, die haben die kaputt gehauen. Die hier macht gerade die Kiste auf. Der hier steht jetzt irgendwie, ja. Der hier steht, hier macht jetzt einer bei mir, der ist auf seinen Knien und tut so die Hände zum Himmel regen. Bei mir gehen die auf die los, ey. Ma. Die hauen die immer kaputt bei mir. Was hauen die denn kaputt? Ja, die Figur, die ich hier steuern muss. Bei mir ist einer kaputt gegangen. Moin, nach dem Montag, der will genau, und sie wusste, was sie war. Ja, über sie und sprang über die Land her, dann Berggipfel, leck mich. Wie ist er denn gelaufen, gell? Ja, weil ich bin ja noch nicht fertig, jetzt wird mein Auge. Die müssen, glaube ich, irgendwie die Kisten. Ja, nachdem eine Kiste aufgemacht wird, bewegen sie sich, glaube ich. Ja, muss man ja machen. So. Ja, man muss sich so bewegen halt, nehme ich mal an, dass die einen nicht erwischen. Ich guck einfach mal. Ah. Die beiden Statuen, die müssen sich gegenseitig berühren, glaube ich. Also mal, wie macht man das? Da sind bei mir beide in der Mitte. Rennen. Die haben sich beide gegenseitig kaputt gehauen. Nein, es bewegt sich wieder. Leck mich. Ah. Okay, ich hab's geschafft. Oder du hast es geschafft. Besser gesagt, nehme ich mal an. Ich hab's geschafft, ja. Die haben sich beide gegenseitig kaputt gehauen. Ich bin nicht mal ansatzweise irgendwie, keine Ahnung. Was? Was ist? Wie passt der denn in die Kiste rein? Zum Königsfelsen. Jesus. Cyborg Jesus. Come on. Das ist so genial gewesen. Ey. Oh
Warum hat der keine Augenlider? Verdammt doch mal, der hat keine Seele. Müssen wir den der Obrigkeit übergeben? Was hat er denn gemacht? Ich dachte, der ist einer von den Guten. Fleischimitator. Ja, was? Ist jetzt falsch. Ich weiß. Geh mal wieder raus. Weil es falsch war. Müssen wir mal hin. Das sieht schon mal auch nicht richtig aus, was du da machst. Folgt dem bloß nicht. Ja, das sind Mauer. Ey, wo zum Teufel? Das ist doch ein Ding. Komm ich wieder hoch. Auf zu lachen. Ich weiß, was ich tue. Das sieht geil aus. Wo ist denn da? Wo ist denn da? Wo müssen wir. Was? Ey. Das ist ja schon wieder da. Ist der ein Geheimversteck? Da ist er doch mal. Was suchst du denn? Hier unten ist er noch. Wer ist denn da? Hier so ein Pisser, ey. Bei mir ist hier gar niemand. Ja, dann weiß ich auch. Da stand aber hier abgeschlossen. Boah, was? Not do this shit to again. Ja, du hast auch so einen Typen im Schlepptau gehabt, oder? Ja. Jetzt ist er da unten. Hier ist er die ganze Zeit hinterher. Verstehe ich. Und ich rein. Die wird Stocher abgeschlossen. Oh, ich wollte es nicht, Alter. Soweit das Auge reicht. Boah, jetzt müssen wir eine Menge. Eine ganze Weile reiten. Auf zwei Kerle. Auf dem Weg, boah. Auf dem Weg müssen wir wahrscheinlich wieder 5 Quests annehmen. Heißt mir, wir müssen. Ja, wir müssen. LFM1DD vor NSO Farm. Jetzt mal aufhören, diesen Dreck da zu lesen. Du weißt doch selber nicht, was das heißt. Ja, außer Farm verstehst du gar nichts davon. Und bist ja wieder abgestiegen. Ich glaube, ich verdrückt. Ja, Daniel wollte bestimmt den Kühlschrank öffnen. Ich hört mal wieder, da fährt der Vater wieder von Couch. Mohammed, ach so, ich habe Mohammed gelesen. Boah, hier hat die Luft. Dann bringen wir mal das Tagebuch zum Mohammed. Ja. Erst gab es Bücher, dann den Menschen. Ja. Ja, der hat das Buch erschaffen in der Zeit, wo Menschen noch nicht lesen konnten. Ja. Er hat dich gehasst, Daniel. Du bist ein unglaublicher Bastard. Ja. Quest. Noch eine neue Quest. Geil. Der Borkenbiss. Hast du noch Platz? Nein. Geil. Ist gleich auch nicht mehr. Einen kann ich noch annehmen. Was? Schamane, Sumpfschwarte? Ist das ein Spieler oder was? Typisch Ork, ey. Wie das Tier aussieht, ey. Sollen wir bei dir in den Nords gucken, ey? Wir müssen mal nach Skyrim irgendwo. Wo ist die halt? Aber ich sehe halt gar nicht auf der Karte. Muss mal. Ja, ist man da durchgeritten, aber nur der Mammut. Müssen wir mal irgendwann hin, ey.
Wir müssen auch nach Himmelsrand deine YouTuber wollen. Das ist was Geile. Das sind sehr viele Leute in einem Bett. Zwei. Ach. Verdammt. Ah, ich kann nicht vernünftig raussuchen, was soll das? Hä, wieso bin ich wieder aufgestanden? Der wollte sich gerade hinlegen und dann hat der, hä? Dein Schild geht irgendwie nicht runter. Schützt dich vom Regen oder was? Ich dachte, die sind tot, die leben noch. What? Für die stören. What? Mal, wenn mein Schild sich aktiviert, stehe ich wieder auf, ey. Oh nein, dann können wir ja nicht mehr tanzen. Nie wieder. Verdammt. Das ist ein Problem. Ich tanze gerade. Jetzt nicht mehr. Bei mir schon. Was? Mein Schild hat sich noch nicht wieder aktiviert. Das wird so ein Problem. Ah. Nee, jetzt nicht mehr. Dann heißt, du musst jedes Mal das Oberteil ausziehen. Willst du mich verarschen?